Hallo Leute, hier ist Jochen und Mario von S21 BauTV. Heute am Samstag für euch im Einsatz bei einer spektakulären Aktion. Die Brücke, Eisenbahnüberführung über die Anschlussstelle B313. Genau, Mario weiß das im Schlaf, wird eingebaut mit diesem putzigen kleinen Kran. Laut Internet der größte Raupenkran Deutschlands. Hoffentlich keine Fake News. Allerdings ist die Brücke nicht die größte Deutschlands. Aber dafür sind wir das größte S21-Filmteam Deutschlands. Hubert ist auch noch am Start mit einem Zeitraffer-Video. Also seid gespannt. So ihr Lieben, wir sind an unserer endgültigen Filmposition angekommen. Von hier wollen wir jetzt mal draufhalten. Hubert übernimmt eine andere Perspektive. Ihr seht, wir sind heute wirklich mit allem, was laufen kann, im Einsatz. Für euch. Samstag, 10 Uhr. Ich bin heute um 7 Uhr aufgestanden, aber ich hab's gern gemacht. Dafür müsst ihr uns jetzt aber einen Daumen nach oben geben. Jetzt habt ihr den Dreck. Mindestens einen. We'll be right back.
Ja, Lieben, das war das Zeitraffer-Only-Video des Brückenvorschubs. Mehr gibt es heute leider nicht zu sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Freut mich, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich auch über einen Daumen nach oben. Fragen, Wünsche, Kritik, Anregungen in die Kommentare. Einen Kritikpunkt nehme ich gleich schon mal vorneweg. Was hat das hier mit S21 zu tun? Diese Brücke gehört noch zum Projekt Stuttgart 21. Das Projekt Stuttgart 21 geht tatsächlich von Feuerbach bis hier, fernab des Stuttgarter Talkesses. Kaum einer weiß es. Und erst dann da drüben in Wendlingen, an der Wendlinger Kurve, hinter diesen Büschen, fängt das die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm an. Ne? Das ist immer gerne verwechselt. Und wenn ihr noch weitere Fragen, Kritikpunkte habt oder euch mal so richtig auskotzen wollt über uns, dann macht das in den Kommentaren. Aber bevor ihr das macht, müsst ihr einen Daumen hoch geben und uns abonnieren. Dazu auf den Abo-Button klicken, den Glöckchen-Button aktivieren und YouTube erlauben, euch Benachrichtigungen zu senden. Weil dann werdet ihr auf jeden Fall automatisch informiert, wenn erstens der Hubert sein Zeitraffer-Video von heute hochlädt, der zweitens der Mario seine Bilder Stop-and-Go-Zeitraffer und drittens ich irgendwann mein kombiniertes Zeitraffer-Gedöns hier fertig habe und auch wenn wir mal wieder aus Stuttgart berichten. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bin ich mir natürlich bestimmt wieder ins Bild gelaufen.